Ja, Oliver, es hat leider nicht geklappt. Österreich steigt aus der Weltgruppe ab. Was hat aus eurer Sicht entschieden heute? Die Gegner waren einfach besser, waren solider. Im ersten Satz haben wir sehr gut gespielt, die Schule noch nie. War der Roger noch nicht so solide, können wir sagen, hat mehr Fehler noch gemacht. Und im zweiten Satz habe ich leider beim Breakball eine Vorhand ins Netz gehauen, da muss ich den Gegner spielen lassen. Und es wäre dann ein anderes Match gewesen. Dann haben die halt sie gepusht und sehr gut serviert. Sie haben sehr viel mehr freie Punkte gehabt bei ihrem Service und wir haben sehr viele Punkte kämpfen müssen rund ums Service. Und dann irgendwann ist es halt dann klar, dass dann man leider mehr Break kriegen und es war halt sehr schade. Es war ein sehr gutes Match. Also, wir haben versucht, dagegen zu halten. Wir haben im vierten Satz mit Break geführt, leider haben wir das nicht bestätigen können. Und bei 5 beide dann haben wir dann ein ganz bitteres Break gekriegt. Also es war sehr unglücklich mit 2 Rahmen-Returns von denen und einem Netztreffer. Also das war ganz bitter. Ja, schon im Einzel bist du quasi ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Das ist über Nacht eigentlich ein zweites Mal passiert, muss man sagen, oder? Ja, es war tough, aber damit muss man umgehen. Es kann immer alles passieren. Es war jetzt sehr viel Pech, was mit Andi halt passiert ist. Auch. Dann mit dem Alex natürlich auch, weil man der Alex ist 3 in der Welt im Doppel. Und ja, man muss ja halt damit umgehen. Ich bin aufgewacht, der Fuß war okay, keine Schmerzen gehabt beim Einschlagen. Es war, natürlich hat es mir ein bisschen zwickt dann. Und die Nachricht bekommen, dass Jürgen nicht spielen kann. Ne? Genau, in der Früh haben wir gewusst, Jürgen hat Schulterprobleme, da haben wir klar, dass die Schulter nie spielen werden. Aber wir haben trotzdem, muss ich sagen, nicht schlecht Doppel gespielt. Das war eine gute Performance. Die Holländer waren einfach besser im Gesamten. Die 2 Tage haben sie sehr gut gespielt. Da kann man nur gratulieren. Ja. Wie geht es für dich persönlich jetzt weiter? Du kämpfst ja derzeit um die Rückkehr unter die Top 50 der Welt. Ja, ich muss morgen wahrscheinlich nochmal Single spielen, so wie es ausschaut. Und dann fliege ich. Gratuliere zum dritten Kind. Danke. Am Montag fliege ich nach Metz. Und ja, da habe ich Gott, ich habe jetzt einen Physio mit aus Rumänien beim Turnier, weil der kann mir gleich die ersten 2 Tage voll massieren. Wie heißt der? Wie heißt das? Florin, also Rumänien. Den probiere ich das erste Mal aus, der war beim Turnier dabei und ja, mal schauen. Vielleicht nehme ich den dann öfters mit beim Turnier und hoffentlich kriegen wir dann einen Mittwochstart. Und jetzt spielt er mit dem Herrn Betnarek, also Pole, aber nur das eine Turnier und danach spielt Bangkok mit dem Kars. Und noch Challenge, also ich habe ziemlich einen vollen Plan, weil ich muss jede Woche spielen, damit ich mein Ranking runterkriege. Deswegen habe ich letzte Woche das Challenger direkt nach der US Open gespielt. Und ja, Ziel ist es, mindestens unter die Top 50 heuer wieder zu kommen, dass ich nächstes Jahr mal, sag ich mal, die ersten 3 Monate überall im Hauptbewerb bin. Und dann heißt es Angriff, weil da, wo ich jetzt stehe, man, das Ranking, was ich jetzt habe, glaube ich, dafür spiele ich viel zu gut. Und der Reiz ist zu hoch, da wieder mich nach vorne zu kämpfen. Ja. Ohne dir nahe treten zu wollen, das Comeback ist bis zu deinem Turniersieg in Genua ein wenig schleppend, sagen wir mal, angelaufen. Wie oft sind dir selbst im Laufe der letzten 12 Monate, 13 Monate seit der Verletzung in Hamburg die Gedanken an einen Rücktritt gekommen? Also da bin ich jetzt nicht deiner Meinung, weil das Comeback, ich habe bis über 7 Monate so Gefecht, dann bis März habe ich meinen Fuß noch gespürt, habe ich noch immer Schmerzen gehabt. Habe alle Punkte verteidigen müssen, also ich habe bis Hamburg meine ganzen Punkte gehabt. Ich habe keine großen Turniere spielen müssen, es ist eigentlich sehr viel unglücklich gelaufen. Ich habe 6 große Turniere gespielt, davon, wenn man denkt, Australian Open habe ich erste Runde die Bryans gehabt, taffe Auslosung. In Wimbledon hat mir der Kars zu spät abgesagt, es war ganz Pech wegen seiner Verletzung und dann habe ich in Wimbledon spielen dürfen. In Paris im Achtelfinale war der Kasi verletzt, haben wir WO gehen müssen. In Madrid mit dem Almagro hat man erstes Match WO gegeben. Also bei 3 großen Turnieren meinen Partner WO gegeben. Das ist natürlich auch ein Pech. Das ist ein extremes Pech und dann ich habe die Punkte nebenbei verteidigen müssen. Bin nicht überall reinkommen. Also das ist für das habe ich ziemlich solide gespielt. Ich habe alle meine Punkte verteidigt. Bis Wimbledon haben wir alle verteidigt schon gehabt. Und jetzt geht es halt nur nach vorne. Aber ja, natürlich, man kann immer wieder besser spielen. Aber ich habe heuer 2-3 Matches mit Matchbälle verloren, was sehr unglücklich war. Auch gegen Alex einmal in São Paulo.
Es war ganz unglücklich, aber ja, das gehört halt zum Tennis dazu. Vor 2-3 Jahren habe ich die Partien alle gewonnen. Jetzt muss man jetzt wieder hart davor kämpfen. Und ja, ich hätte wahrscheinlich aufgehört heuer, wenn ich gesagt hätte, ja, ich werde nur um die 80-90 stehen, weil das interessiert mich dann nicht. Aber das kann jetzt eigentlich nicht mehr passieren. Ne? Das kann nicht mehr passieren. Ich kann nur noch vor und jetzt schaue ich halt. Also ich werde nächstes Jahr sicherlich noch spielen. Wenn es gut aufpasst, wenn nicht, dann schauen wir mal. Mhm. Letzte Frage, du hast ja angekündigt, wenn du zum umjubelten Helden wärst und das entscheidende fünfte Einzel gewinnst, dass du einen Wodka trinkst, bitte jetzt leider aus Frust getrunken trotzdem. Ich weiß nicht, ob wir heute weggehen werden alle und heute schon Wodka trinken, bin ich morgen vielleicht relaxed, aber simpel. Aber ja, wir werden mal schauen. Also, nächste Woche Turnier zum Spielen, wir kommen jetzt nicht umnieten. Okay, danke dir. Danke.